Diese Wände in einem Hotel sollen bemalt werden, mit simplen geometrischen Formen. Pinsel und Farbe liegen bereit, fehlt nur noch der Maler. Es hat von uns am Haus, der Maler hat schon angefangen, das zu malen. Nur der ist leider erkrankt, deswegen sind Sie jetzt hier und müssen das übernehmen. Ich habe eine kleine Skizze hier, nur als Überblick, die lasse ich Ihnen auch da. Und zwar haben wir hier, das ist die Wand, das sind die Felder. Die eine Seite wäre, dass wir hier eben dieses Rote. Rote jetzt hier. Genau. Ich würde Sie bitten, dann, wenn Sie dieses Feld fertig haben, dann kommen Sie jetzt bei mir kurz vorbei und dann machen wir die nächsten Schritte. Alles klar. Super, danke. Bis später. Der junge Mann macht sich direkt an die Arbeit. Die Aufgabe ist ja eigentlich ganz einfach. Er muss ja nur ein rotes Achteck sauber in der Mitte aufmalen. Mit Ober- und Unterkante exakt parallel zum Boden. Das hat er doch super hinbekommen. Jetzt noch kurz beim Hausmeister Bescheid geben. Aber jetzt wird es gemein. Wir tauschen die Wand aus. Das Achteck ist jetzt um 45 Grad verdreht. Da kommt er zurück. Wird er den Unterschied überhaupt merken? Och, anscheinend nicht. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Ja, von der Ferne. Oh mein Gott! Können Sie mir noch mal kurz die Skizze zeigen? Jetzt bin ich fast ein bisschen selber verwirrt. Nein. Ach, du. Was haben Sie jetzt gemacht? Sie wissen aber schon, dass wir Zeit auch und Druck haben. Ich weiß es, ja. Wieso machen Sie die Spitze nach oben? Das ist ja ganz deutlich hier anskizziert. Ja. Machen wir das nächste Symbol. Lassen wir das mal antrocknen, weil wenn wir es jetzt überstreichen sollten, muss es erstmal trocknen. Ja. Das heißt, das wäre hier das Dreieck. Ja. Da kommen wir jetzt gleich mal mit. Dann schauen wir uns vielleicht die nächste Figur gemeinsam nochmal an. Das Dreieck nach oben, Spitze nach oben. Und geben Sie sich bitte Mühe. Genau. Dann würde ich Sie bitten, ausmitteln, selbe Höhe. Und passen Sie bitte auf mit der Farbe, dass sie nicht ausfranst. Okay? Mhm. Und Sie holen mich dann. Ich hole Sie sofort. Ja. Gut. Diesmal gibt er sich ganz besonders viel Mühe. Na, das muss jetzt aber geklappt haben. Allerdings gibt es bei diesem Job noch so einige überraschende Wendungen. Die hier zum Beispiel. So, also, jetzt haben wir die Farbe. Das ist wieder falsch rum. Das gibt's doch nicht. Hä? Das ist jetzt verkehrt rum. Ah! Ja, wieso machen Sie das? Ich glaube, ich hätte es falsch rumstehen, ich weiß es nicht. Das kann auch sein. Falsch rumgehalten? Ich weiß es nicht. Und dann. Okay, Sie sind ein bisschen nervös, denke ich mal. Weil dann schreiben wir jetzt hier mal drauf oben. Ja? Soll ich bleiben oder kann ich wieder gehen? Ich hätte noch ein paar Sachen zu telefonieren. Ja, und Sie kommen noch mal, wenn Sie... Wenn ich hier das fertig habe, muss ich Sie wieder. Das blaue Feld, genau. So, das lassen wir mal trocknen. Stellen Sie sich so hin, verdrehen Sie es nicht. Ja, so, oben. Ja, kleben Sie es dran, wie auch immer. Kommen Sie zurecht jetzt. Dann gehe ich jetzt. Alles klar. Okay? Und dran denken, oben. Oben. Und immer rechnen, also... Ja, alles klar. Klasse, das Dreieck ist perfekt. Aber das kann natürlich nicht so bleiben. Wir tauschen den Farbeimer und die Rolle aus.
Denn ab sofort ist dieses Dreieck rot. Für normale Augen zumindest. Gut, dann haben wir jetzt noch ein bisschen einen zeitlichen Vorsprung. Nein, haben wir nicht. Wieso? Das muss laut werden. Das gibt's jetzt echt nicht mehr, ehrlich. Was haben Sie denn jetzt gemacht? Das Dreieck ist schon richtig, oder? Blau. Blau muss das sein. Ich kann es nicht erklären. Wenn ich es mache, dann sehe ich es richtig. Ich sehe es blau. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß es einfach nicht. Jetzt verwirren Sie mich gerade ein bisschen. Ich verwirre mich selbst. Moment, was für Farbe hat mein Herz? Blau. Das ist rot. Nein. Und das? Rot. Jetzt stelle ich mich hierher. Kennen Sie da einen Unterschied? Das ist doch gleich. Nein. Das hat sogar noch fast denselben Ton. Entschuldigen Sie, haben ein blaues Hemd an? Nein. Sie haben ein blaues Hemd? Okay, wenn ich jetzt ein blaues Hemd habe, dann müsste ich ja jetzt... Ja, ein bisschen dunkler als das. Bisschen dunkler? Ja. Das ist rot? Was machen wir da jetzt? Meinen Chef anrufen lieber. Nee, wir machen das nicht. Nee, ich hatte das noch nie. Ich will ins Krankenhaus. Noch nie? Nee, ich habe ja Arbeiten in der Schule. Hell, dunkel, Kontrast, rot. Ja, genau. Und die funktionieren ja alle. Das ist ganz nett. Rote Klamotte. Roter Overall. Welche Farbe hat das Dreieck? Rot. Das ist blau. 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 Und welche Farbe hat mein Hemd? Rot. Danke. Welche Farbe hat die Hose? Rot. Blau. Blau. Und? Moment mal. Ja. Auf keinen Fall. Das ist aber grün. Das ist grün. Funktioniert doch. Das heißt aber Rot-Grün-Schwäche und nicht Rot-Blau-Schwäche. Ich muss jetzt gerade anders. Nee, warum? Weil ich nicht weiß, was das ist. Ich sag's Ihnen nicht. Ich will Maler werden. Aber Sie müssen da nicht dazu kommen. Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Sie müssen zu verstehen, Sie Spaß. Das ist noch viel, viel, viel besser. Denn da pendelt sich dieses Rot, Blau, Grün von selber ein. Allein schon mein Logo. Kennen Sie es denn? Das ist jetzt geil. Das ist nicht ernst. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß? Oh Mann. Ja? Junger Mann. Vielen Dank, vielen Dank. Da ist eine Kamera. Ha 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 ha.